Willkommen zurück. Heute wollen wir die Städte ein wenig weiter ausbauen, beziehungsweise die Zubringer davon. Aber noch einen kleinen Nachtrag zum letzten Mal. Ich habe ja noch ein bisschen was verändert. Ihr seht schon, es ist immer noch recht viel Verkehr. Vielleicht muss ich mir dann noch was einfallen lassen, aber ich möchte es erstmal eine Weile lang laufen lassen. Ich habe hier auch noch jetzt eine Brücke rübergebaut. Dann können sie hier potenziell auch nochmal siedeln, wie sie das da drüben auch schon getan haben. Die nutzen jetzt auch schon die neuen Straßen. Die nutzen allen voran hier eine Straße, dass die hier direkt reinfahren können, so wie es ausschaut. Bin gespannt, wie gut oder wie schlecht das funktioniert. Ansonsten in Hamburg. Na komm. Habe ich hier noch eine Strecke eingerichtet, die jetzt hier unten lang geht, um die Kreuzung zu entlasten. Und das hat wunderbar funktioniert, die Kreuzung zu entlasten. Unsere Fahrzeuge sind dann doch schon ein paar mehr und dementsprechend muss ja nicht alles über eine Kreuzung laufen. War, glaube ich, eine gute Entscheidung. Ansonsten läuft, glaube ich, alles. In New York ist der Stau aufgelöst, Hamburg hier auch. Frankfurt hat das mit der Außenlinie wunderbar geklappt. Was noch nicht ganz geklappt hat, wäre hier dieser Stau. Er ist ein Stück kleiner geworden, gerade weil hier jetzt mittlerweile die Brücke steht. Das passt schon. Aber die brauchen hier immer noch viel zu lange zum Abbiegen. Dass hier auch mein Linksabbieger dabei ist, das ist gar nicht das Ding. Aber die bremsen hier auf 3 km/h runter, um die Kurve zu kommen. Und das führt scheinbar zu einem riesigen Stau. Da können wir vielleicht das Ganze noch ein bisschen optimieren. Würde ich aber am Ende der Folge machen. Denn eigentlich hatte ich ihr versprochen, mit euch noch die Außenlinien einzurichten. Und ich habe eine Stadt, ist ja noch gar nichts an Außenlinie eingerichtet. Doch, ist eingerichtet. Aber die könnte man ruhig noch ein bisschen erweitern, denn hier unten fehlt es, glaube ich. Nee, warte mal, das ist die Außenlinie für die LKW. Ups. Ja, da geht definitiv mehr. Wie schaut es denn hier generell aus? Außerdem läuft es aber ein bisschen ruckelig. Ach, sag mir nicht, wir haben noch nicht mal Trams hier drauf fahren. Ups. Ja, dann werden wir als allererstes wohl meine Tramlinie einrichten und dann erst die Außenlinie. Das ist ja... Bin ich mehr von mir gewohnt? Na gut. Neue Linie. Was war denn die letzte Linie, die wir eingerichtet haben? Bin mir gerade ein bisschen unsicher. Wir hatten neu eingerichtet die Baumateriallinie hier hinten, beziehungsweise die Steinlinie, um Baumaterial mehr nach Leipzig zu kriegen. Und die ist lila. Ein dunkleres Lila. Wie wäre es denn dann mit, dass wir hier mit einem helleren Rot anfangen? Hier ist ein dunkles Rot im Moment drauf und dann daneben so ein Orange lang fahren lassen. Ich glaube, das passt ganz gut. Ja, wobei, hier haben wir schon Rot, Gelb, Grün. Blau ist hier noch gar nicht. Doch, hier ist auch Blau. Ah, das Blau ist nur einmal hier hinten, dass wir vielleicht Blau und Lila verwenden. So, nennen möchte ich dich Coruscant Ring. Und zwar im Jahr 1971 geschaffen. Wir starten hier. Fahren dann einmal hier rüber. Hier lang. Hierher. Einmal halten und ein letztes Mal. Und dann sollten wir alles haben. Ja, genau. Rüttenstadt. Habe ich das Ding wirklich Rüttenstadt genannt? Scheinbar. Nun gut. Irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Dann läuft die Linie und wir können uns direkt die nächste vornehmen. Die lila. Nehmen wir dann Coruscant Ring 2, und zwar auch im Jahr 1971 etabliert. Ich glaube, wir haben mittlerweile sogar eine neue Tram. Dann können wir auch hier gleich noch eine kleine Premiere feiern. Da. Hier nochmal an. Hier hinten. Und noch ein letztes Mal hier drüben. Okay, die halten scheinbar auch alle an den richtigen Haltestellen. Warum ist denn hier die blaue Linie mit drauf? Stimmt aber was nicht. Da muss man gleich mal schauen, was man da noch machen kann.
Gut. Nachdem es hier läuft, haben wir hier eben gesehen, hier läuft die hellblaue Linie noch lang. Linie verwalten. Korusan-Transfer? Noch nicht auf der 2. Ach so, die war bisher einfach nur frei. Nee, die 5 war dafür vorgesehen. Wieso hast du das mal irgendwann geändert? Die 5 sollte da schon immer lang gehen. Verstehe ich nicht. Nun gut, aber damit sollte es jetzt laufen. Dann hat jeder seine eigene Haltestelle und die Leute sollten sich nicht allzu sehr im Weg rumstehen. So der Plan. Gut, wir brauchen ein Straßenfahrzeugdepot nicht, sondern ein Tramdepot haben wir hier. Schon wieder. Was soll denn der Mist mit den komischen Straßenanbindungen immer, dass sie die Kreuzungen direkt nebeneinander packen? Na gut, kann man nicht ändern. Oh, wir haben tatsächlich, glaube ich, nur die Mirage. Im Jahr 1966 dazugekommen. Ich glaube, seitdem haben wir die Trams noch nicht wieder angefasst. Der Spitzname dieses Trams, Mirage, entstand, weil sie wie die Beschaffung der Mirage-Kampfflugzeuge zu großen Kosten... wie bei der Beschaffung der Mirage-Kampfflugzeuge zu großen Kostenüberschreitungen kam. Das ist ja schön. Ein guter Start. Und hier gleich mal 5 draufwerfen. Auf geht's. Das ist vielleicht ein bisschen viel, aber ich glaube, die Stadt ist mittlerweile so groß, das wird schon passen. Hier 5 soll drauf auf... Oh, guck, was haben wir viel weiter oben. Da bin ich zu weit gekommen. Hier haben wir es doch schon. Dann hätte ich gerne nochmal 5. Die gehen dann auf Coruscant 2. Und dann werde ich auch die Mirage hier öfter mal auf die Linien draufwerfen. Und nachschauen, ob die denn auch alle ihr Verfallsdatum schon erreicht haben. Wenn ja, können wir die mal auswechseln. Hier stehen ja viele. Brauchen bessere LKW. Oder hier, glaube ich, mal eine bessere Straße. Wenn wir schon einmal hier sind, nutzt mal die Möglichkeit gleich. Dass hier der Verkehr nicht eingeschränkt wird. Sondern dass die hier schön auf der Bushaltespur halten. Wenn da schon auf einmal so viele stehen. Ich glaube, da kam gerade ein Zug an und deswegen sind da mehrere auf einmal gefahren. Wo wir schon mal hier sind. Die Mittellandbahn macht gut Gewinn mittlerweile. Klingt sehr gut. Auf alle Fälle oben. Nee, das ist schon richtig. Wir haben mittlerweile auch die neuen Sachen drauf. Also die Asphaltstraßen, die sind nicht mehr gepflastert. Die müssen wir natürlich noch umbenennen. Sonst wird das nichts. Und wir müssten denen auch noch die mittleren Unterhaltskosten geben. Scheinbar können wir uns im Moment nicht mehr leisten als Mittel. Wir hatten eine ganze Zeit lang, dass wir selbst mit hohen Kosten machen konnten, was wir wollten. Aber das scheint nicht mehr der Fall zu sein. Mittlerweile müssen wir tatsächlich aufs Geld achten. So, Coruscant 2. Auch hier nochmal bitte die Fahrzeuge verwalten. Ah. Da war ich nicht ganz auf der Taste drauf, mein Fehler. So, 2-1. 2-2. Und so weiter. Hat man eigentlich gesagt, mit dem Bus. Wenn ich auch ganz ehrlich sagen muss, wird vielleicht erstmal abwarten, wie die Trams laufen. Wobei, ich sehe schon hier hinten, wir erreichen nicht mehr alles, nicht mal mehr ansatzweise. Selbst nicht mal mehr mit dem Bahnhof. Ich glaube, wenn wir da doch was rumfahren lassen, wäre das gar nicht so schlecht. Auch hier keine Chance, dass wir hier noch alles erreichen. Selbst hier in die Felder bauen sie mittlerweile rein. Vielleicht war es nicht so clever, die Stadt hier hinten zu behalten, dass sie so nah am Rand ist. Andererseits, so geht die Stadt scheinbar hier auch wirklich in die Täler rein. Hier auf dem Berg versucht es sogar auch schon. Wobei ich es natürlich schöner finde, wenn die sich hier wirklich in die Täler reinbauen. Nichtsdestotrotz, wie macht man das Ganze hier? Hier könnte man vielleicht eine richtige Straße draus machen und dann hier eine Brücke rüber und das hier anschließen. Dass man hier mit dem Bus langfahren. Wenn möglich dann auch nochmal hier drüben halten, sodass wir gut mit dem Zopf austauschen können. Hier.
brauchen wir eigentlich hier hinten gar nichts. Wir könnten einmal dann hier straight durch die Stadt durchfahren. Hier müsste ja alles abgedeckt sein, ja, und zwar locker. Hier hinten wäre dann im Prinzip das nächste erst wieder. Also mal schauen, wie wir das durchbekommen. Ich glaube, hier außen ist das nicht das Ding. Hier durch die Mitte wird es interessanter. So, nachdem du hier schon vieles abdecken kannst, wäre es, glaube ich, cool, wenn wir hier hinten halten könnten. Und dafür hätte ich gleich gern mal neue Straßen. Eine besser ausgebaute. Wo wir schon mal dabei sind. Das hier können wir gut anschließen. Auch wieder mit der Nebenstraße. So. Dann als allererstes. Seht ihr, ich habe die Namen wieder vergessen. Muss dann nochmal die ganzen neuen Sachen hier umbenennen. Vielleicht kommst du? Du kommst nicht bis hier hoch. Und vielleicht müsste man dann hier auch nochmal halten. Ja, dann mach mal zwei Haltestellen draus. Hier eine hin. Hier nehme ich an, kommt ja auch nicht mal ansatzweise was ran, nee. Hier geht ja auch noch eine weitere Linie drüber. Ah, dann können wir vielleicht hier halten. Jetzt bin ich an denselben Stellen halten. Und wenn sie dann hier kurz warten müssen, weil ein LKW ablädt, ist das, glaube ich, auch in Ordnung. So. So, und dann hier hat man gesagt, eine Brücke drüber. Müsste ja recht flott gehen, möchte ich behaupten. Einmal hier hin. Schaffst du das vielleicht direkt? Würdest du schaffen, wenn die Brückenpfeiler nicht wieder so seltsam gesetzt werden würden. Aber dadurch, dass das geschwungen ist, kann ich das gut nachvollziehen. Oh, hier macht das gut mit der Betonbrücke. Ganz ehrlich, wenn das schon so komfortabel ist, wenn das Spiel mich da so verwöhnt, das nutze ich direkt. Check. Nehme ich. So. Hier noch ein bisschen glätten das Ganze. Wie schlimm schaut denn das dann aus? Geht. Hier könnte man es vielleicht noch ein Stück glätten. Dann schaut es vielleicht noch ein Stück hübscher aus. Ja, so in der Richtung. Zählt es nicht überall Fels dran, das ist, glaube ich, auch in Ordnung. Gibt es hier sogar auch Kletten, dass wir da die Kante rausbekommen. Ah, passt schon. Beatstabe. So. Ah, wird schon passen. Aber auch für die Züge schaut das dann gut aus. Eine riesige Betonbrücke. Ich glaube, abgesehen von den Schienen, das ist unsere erste Betonbrücke als Straße. Und das eigentlich nur wegen den Pfeilern. Aber macht was her. Gut, dann hat man gesagt, wäre hier eine Haltemöglichkeit gar nicht so schlecht. Dann vielleicht wirklich hier so. Dieser Stelle vielleicht sogar hier auf der Brücke. Dass alles, was hier noch gebaut wird, mit abgedeckt wird. Dann haben wir hier noch ein Stück, was mit abgedeckt wird. Und hier einfach die nächste Halte. Was? Ja gut, das kann so bleiben. Dass wir hier die nächste Haltestelle haben, sodass wir auch gut zum Zopf umsteigen können. Ich hoffe, ich baue mir da nicht mein eigenes Grab. Andererseits, wer sollte hier hinten schon großartig rumfahren? Wird schon passen. Und dann starten wir die nächste Linie. Drei Linien heute, nicht schlecht. Hier ein Pink. Pink haben wir hier in der Stadt noch gar nicht. Namen kriegt sie dann Aussand außen. Auch wieder im Jahr 1971 etabliert. Und hier drüben starten.
an ihr hinterfahren. Und da sehe ich schon, dass das vielleicht nicht die... nicht das schönste Weg ist. Auf der anderen Seite... wir nutzen immer die mittlere Spur. Das ist gar nicht so schlecht. Dass wir hier über dieses Stückchen noch mehr Verkehr drüber schicken, das ist vielleicht nicht so clever. Aber letzten Endes... wie viele Busse fahren da jetzt erstmal drauf rum? Keine Ahnung. Ich glaube, das könnte passen. Wenn nicht, können wir es ja noch jederzeit anpassen. Ist ja eine Buslinie, das wird schon irgendwie werden. Eine Sache, die mir noch einfällt, ah nee, hier sind bereits ausgebaute Straßen, sehr gut. Weil mehrmals links abbiegen auch eigentlich doof ist. Ich würde lieber das hier upgraden. Und dann biegen wir nur einmal links ab. Dafür brauchen wir natürlich noch einen Wegpunkt, aber den habe ich auch noch übrig. Aussahend Bahnhof. So. Dann fehlen hier eigentlich nur noch ein paar Busse. Wir schnappen uns hier, glaube ich, mal den Namen direkt. Wo schon hier sind. Ich denke auch hier für den Anfang vielleicht 5 Busse. Wird schon passen. Nehmen auch die schönen neuen großen MRNs. So, die sind sogar ein bisschen billiger als die Straßenbahn. Aber stand ja auch da. Dass es berühmt geworden ist für Kostenüberschreitungen. So. Ausland außen. Und Nummer 5. Hier nochmal die Unterhaltskosten auf hochstellen. Also nicht Mitte, sondern sehr. Es gibt normal hoch und sehr hoch. Zeichnen zum Beispiel als gar nichts Mitte und hoch. So, wird ja passen, nehme ich an. Ja, den Bussen machen das gerade auch schon. Waren aber viele in diese Richtung. Wo willst du denn hin? Mühlenweg, ja, der dreht hier gleich einmal um. Die 4 fahren hier in die Richtung von mir aus. Und er fährt hier hinter. Wie groß ist denn Khorasan mittlerweile? 1800 Einwohner, läuft, würde ich sagen. So, hier, oh, was sehe ich denn hier? Hier im Tunnel stehen aus irgendeinem Grund viele LKW. Und ich glaube fast, ihr habt hier ein paar zu viele Fahrzeuge drauf, die Werkzeuge transportieren. Wie viele sind es denn? 70? Ja, ich glaube, wenn wir da nochmal 10 runternehmen, ist das gar nicht so schlecht. So. Schön, wenn du jeden Klick nimmst. Ich glaube, ein bisschen was an Extrakapazität, was wir hatten, ist ja dadurch gelöst worden, dass wir jetzt hier besser fahren können. Vielleicht hat es davor ein wenig übertrieben. Das sehe ich ja ein. Also mit dem Stau und dergleichen. Wobei. Hamburg Werkzeug, da liegen. Oh, ich hätte gar nicht was rauslöschen sollen, glaube ich. Da liegen noch super viele Werkzeuge, habe ich jetzt gar nicht richtig drauf geachtet. Wieso steht ihr denn hier alle im Tunnel drin? Weil du aus irgendeinem Grund runtergebremst hast. Wieso hast du denn. Der bremst schon wieder. Wieso bremst du? Fahr! Oder sind es die hier vorne? Ach, weil der hier so ewig lahm rausfährt. Oh, Leute. Ich nehme an, das kommt alles noch durch die Staus, dass sie sich erst wieder alles entzerren müssen. Okay, hier habe ich jetzt ein paar rausgelöscht. Das war vielleicht nicht so clever. Kann ich dann potenziell wieder draufwerfen. Ich behalte Hamburg mal ein Auge. Apropos, das sollte ich nochmal aufschreiben. Hamburg Werkzeuge, dass ich da mal nachschaue. Nicht, dass hier noch weiter Sachen schief gehen, das wäre ein bisschen blöd. Gut, eigentlich. Wollten wir auch noch. Die Außenlinie hier haben wir schon beim letzten Mal gemacht. Die läuft, die habe ich schon mehrmals kontrolliert. Es scheint alles zu laufen. Hier hinten, da würde ich noch abwarten. Wir wollten noch weitere Linien anrichten. Zum Beispiel. Leipzig hat noch keine Außenlinie. Und da hat man ja mal gesagt, ich hatte die Idee, dass man hier noch eine Straße lang bauen könnte. Und ich würde sagen, das setzen wir jetzt um. Das macht sich, glaube ich, ganz gut. Dann von hier aus. Vielleicht erstmal gerade weiter. So, hier runter. Gerade ist das aber nicht.
Vielleicht eher parallel zum Bahnsteig. Und dann parallel zum Gleis weiter. Wenn das hier jetzt nicht gerade weiterläuft, genau gerade, dann ist mir das, glaube ich, auch recht. So, noch ein bisschen glätten. Dann werden die sich sicherlich auch ganz schnell hier ausbreiten. So, von hier aus dann, bevor wir hier rumlegen. Und dann wirklich, glaube ich, so, dass wir recht nah an dem Bahnsteig sind, aber auch ein Stück tiefer. Weil so friere ich mich in die Landschaft rein. Vielleicht ein Stück tiefer, dass wir hier einen guten Tunnel durchbekommen. Vielleicht an dieser Stelle und dann hier rüber das Ganze legen, dass sie hier auch noch drunter durchfahren können. Vielleicht ein Stück gerade. Vielleicht wirklich bis hierher. Hier noch ein Stück weiter. Mal bis. Ah, hier hat es eingerastet. Wirklich bis hierher und dann hier versuchen, den Tunnel irgendwie durchzuziehen. Selbst hier wollen sie jetzt schon eine Straße hinsetzen und da potenziell noch ausbauen. Oh Mann. Wir sind ganz schön weit gekommen. So, hier das Ganze noch ein bisschen glätten. Läuft. Und dann hier den Tunnel rein. Da würde ich sogar, glaube ich, das Eigentum claimen wollen. Ach so. Wieder einen Tunnel rein. Wirklich. Ja. Aber noch ein Stück tiefer gehen, so zieht das rein. Und das wird möglich so, dass wir hier einen rechten Winkel kriegen. Ja, passt schon. Schlimm schaut's aus. Gar nicht so schlimm, finde ich. Man würde ich auch so lassen. Dann gebe ich hier ihnen, glaube ich, noch einen kleinen Fortsatz, auch wenn ich nicht bei die werden. Und potenziell auch hier hinten weiterbauen. Wer würde denn hier hinten weiterbauen? Ich glaube Personen, oder? Nee, Gewerbe, ja gut. Gewerbe können sie hier bauen, noch ein Löcher. Das ist vielleicht auch ganz cool, wenn wir dann hier wirklich in die Stadt reinfahren und erstmal eine ganze Weile durch die Stadt an Gebäuden vorbei, bis wir beim Bahnhof sind. Das macht sich, glaube ich, ganz gut. Und da sie hier nicht bauen können, weil ich hier noch das Spielereigentum drauf habe, muss ich ihnen hier ein Stück Fortsatz geben. Vielleicht gleich mit einer Kurve. Weitergekrümmt, dass sie hier ein Stück weiter gerade ausbauen können. So. Das ist, glaube ich, ganz cool, falls wir hier die Außenlinien langführen dann, was ich glatt machen würde. Ich mag diese TEEs, oder mittlerweile sind es ja nur noch Intercities, keine TEEs. Aber potenziell, ich mag die sehr. Dann können wir nämlich hier auch gut schauen, wie die hier oben langfahren. So, ich würde gerne hier einen Weg rausfinden. Vielleicht hier so. Und dann hier ein Stück lang gehen und dann hier runter. Oder hier so. Dann können sie hier vielleicht rechts noch ein Haus bauen oder so. Weil komme ich dann schnell genug? Muss ich hier noch eine Kurve ziehen? Ich glaube, dann komme ich nicht schnell genug runter, um die Häuser da nicht zu beschädigen. Du baust das ein Stück gerade. Jetzt die Höhe. Wow. Das hier sollte alles Spielereigentum sein, denke ich. Wir es dann so hier schon runter oder sollte ich hier schon ein Stück runter gehen? Ich glaube, ich gehe hier schon mal ein Stück runter. Ich werde noch schnell das Upgrade durchführen, dass sie hier wirklich nicht irgendwelche komischen Sachen dann machen letzten Endes. Hier gehen wir jetzt in den Tunnel rein. Ich glaube, das reicht nicht mit dieser Höheneinstellung. Aber ich würde es trotzdem probieren. Okay. Dann gehen wir noch eins tiefer. Können wir das schon machen. Kann ich, glaube ich, so gut lassen.
potenziell kannst du hier dann nochmal bauen. Das macht sich auch nochmal besser, wenn wir dann hier mit dem Zug langfahren. Dass man hier noch ein bisschen mehr sehen kann. Wobei die Wiese auch nicht so schlecht war. So. Dann eine kleine S-Kurve. Das kann das Spiel richtig gut. Läuft. Sehr schön. Und dann könnt... Ja, hier bauen sie sogar schon. Ein weiteres Geschäftsgebäude ist entstanden. Was ich aber eigentlich mit euch machen wollte, wäre hier eine Außenlinie, dass wir hier noch irgendwo Busse langfahren lassen. Soweit ganz gut. Denn der Bahnhof reicht hier definitiv nicht an alle Gebäude ran. Ja. Was ist denn die nächste Haltestelle hier? Ach, es gibt schon Leipzig außen. Ah. Ich fahre im Moment hier noch lang. Würde ich die aber eher... Ach, siehste. Jetzt kriegen wir die Haltestelle hier nicht mit. Das ist ja unschön. Hm. Nichtsdestotrotz muss ich, glaube ich, die Haltestelle hier einmal umsetzen. Dass sie hier vorne mit hinkommt. Dafür drücke ich sogar kurz Pause. Müssen die Leute dann nochmal rüberlaufen. Mann, wir erreichten da nicht mehr ansatzweise alle Leute. Das ist ja doof. So, lauft ihr jetzt mit darüber? Ja. Wie macht man das, wenn wir hier nicht mal alle Leute erreichen? Ich, für die paar würde ich jetzt nicht noch mal einen Umweg fahren. Aber potenziell irgendwann wäre es, glaube ich, ganz gut, wenn wir hier noch einen Bahnübergang rübersetzen. Hier die Leute auch noch mal mitnehmen. Und wie machen wir es hier mit denen? Tja, die haben jetzt keinen Busanschluss mehr dann. Keine Ahnung, wie ich das mache. Potenziell hier dann vielleicht mal irgendwann von hier aus hier rüberfahren. Hier anhalten oder hier drüben auf dieser Seite anhalten. Natürlich einen riesen Umweg fahren. Aber sobald hier vielleicht noch ein paar mehr Gebäude sind, wäre das tatsächlich ein Überlegen wert. Wenn wir nicht jedes Gebäude mit der Bushaltestelle erwischen, ist, glaube ich, auch in Ordnung. Auch wenn es mir gerade ein bisschen... Auch wenn es mir gerade im Moment eigentlich gar nicht gefällt. Wer bist du denn hier? Zuckerhausen. Den Namen hätte ich gerne kopiert. Dann drücke ich mal kurz wieder Pause. Mit die abreißen, würde mich interessieren, ob die sich dann bis hier rüber verlagert. Ja, tatsächlich. Und dann fahren sie jetzt hier sogar durch den Tunnel. Wenn hier außen rumfahren, jetzt können wir immer noch Leute zum Bahnhof bringen. So schafft man hier jetzt noch weniger Leute zu erreichen. Und hier drüben brauchen wir auch noch meine Bushaltestelle. Sogar schon eine weitere Straße gebaut. Ich glaube, ich muss das Feld dann mal ersetzen bei Gelegenheit. Wir brauchen dann auch wieder einen neuen Namen. Dann wäre es, glaube ich, cool, wenn wir hier links abbiegen. Und so oder so schon links abbiegen. Aber hier ist ja auch nicht so viel Verkehr, dass wir hier vielleicht nochmal halten. Dass wir hier auch nochmal jede Menge Leute mitnehmen können. Dann sehe ich hier. Du reist. Ach, du reist sogar bis hier hinter. Haben wir jetzt jede Menge. Müssen wir denn noch mehr abdecken? Du reist jetzt zum Beispiel nicht hier hin und du reist jetzt auch nicht hier hin. Dass wir den vielleicht doch noch weiter hier vorsetzen. Du musst nochmal weg. Hier noch eine dritte Station mit reinsetzen. Ganz so nah an der Kreuzung. So. Was ist hier einen Namen, liebe Fabrik? Dann würde ich gerne hier auch mit, direkt mit hingehen. Das ist die Haltestelle für die Fabrik. Gibt es leider keine Tür am Zaun. Aber hier vorne müssen sie nur einmal hier rumlaufen, sind dann direkt da.
schon meine, das ist schon die Außenlinie hier, die wir hier mit drüber führen. Aber habt ihr dieselben Farben? Ja, die Außenlinie, das ist ja doof. Das müssen wir mal ändern. Weil es vermutlich einfacher wäre, die Linie hier zu ändern. Hier ist nur grün, pink, ein dunkleres Blau. Linie verwalten. Jeden Klick wäre wirklich sehr schön. Machen wir hier ein Rot raus. Und gut unterscheiden mit allem, was drumherum ist. Die Linie geht dann hier tatsächlich schon mit rüber. Dann würden wir sie hier hinten lang laufen lassen. Da wäre es cool, wenn wir noch eine Haltestelle mehr hätten. Du reichst nicht ganz bis hier oben dran. Das heißt, eigentlich wäre es cool, wenn die Haltestelle das hier auch noch schaffen würde. Und wir kommen da nicht dran. Wir würden es nur schaffen, wenn wir hier oben halten. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Biegen wir halt hier links ab. Hier leider auch nochmal, aber hier stehen wir der blauen Linie nicht im Weg. Wir müssten hier dann nur noch einmal rechts anhalten. Oder wir setzen die hier auch noch um. Dass wir die mit hier rübersetzen, dass die noch die Gebäude mitbekommen, dann können wir hier auch anhalten. Ich glaube, das bietet sich sogar an, weil hier sind ja... Ach, warte mal. Das hier ist ja eine Haltestelle für LKW und dergleichen. Oder für Trams. Wir kriegen hier gar nicht alle Leute. Hier haben wir noch ein paar. Hier kriege ich jetzt gar keine Personen irgendwie aufgenommen. Kann das sein? Tatsächlich, ich kriege hier gar keine Personen aufgenommen. Das heißt, hier müsste man tatsächlich die Haltestelle haben. Das ist ja ein Ding. Na gut, dann kommt hier halt die nächste Haltestelle. Diese Linie. Aber wir haben ja auch schnelle Busse mittlerweile. Das passt schon. Dann halten wir hier nochmal hier drüben an. Und hier haben wir dann auch wieder was, was komplett fehlt. Ah, schwierig. So. Muss man dann vielleicht von dort hier hinterfahren? Und du kriegst natürlich auch nicht alles. Du bist, gehörst aber auch mit zur Außenlinie, dass wir dich vielleicht hier rübersetzen. Kurz pausieren. Ist doch ein Stück aufwendiger hier, als ich gedacht hatte. Stelle. Wie weit kommst du? Kommst bis dahin. Dieses Stückchen kann hier noch... Ah, hier sind schon ein paar Häuser, die wir nicht erreichen. Und daher hier vielleicht halten. Das wird ja ein riesen Teil. Ich weiß nicht, ob ich damit zufrieden bin. Aber... Sperren hilft ja nichts. So, Linie verwalten. Also, nach Zuckelhausen wäre es schön, wenn wir hier drüben halten. Dass wir hier nochmal ein paar Leute abliefern. Dann hier rüber. Was im Moment Danzinger Straße heißt. Und ich glaube, da müssen wir dann schon bei Gelegenheit hier die Straßen erneuern, ja. Selbst den Hügel haben sie mittlerweile hier gebaut. Super interessant, wie sich manchmal die Städte hier ausbreiten. Auf alle Fälle, wir wollten hier ein paar bessere Straßen hinsetzen. So, dann geht's hier rüber. Von Moskau aus. Hier rüber. Ich weiß noch nicht, wie gut mir das hier gefällt. Ich glaube, ich hier lieber einmal drüber gehen, dass wir hier über diese Kreuzung gehen.
halt auch nicht hier hinten lang. Lieber ihn hier hinten lang fahren lassen. Also einmal einen Wegpunkt hier bitte. Schnappen wir uns auch den Namen. Und da sehe ich. Wir hätten hier die Straße dann auch nochmal mit einem Upgrade versehen. So. Leipzig, Wegpunkt Moskau. Nach Moskau selbst wird der Wegpunkt. Es ist hier nämlich auch nur einmal rechts abbiegen, anstatt rechts, links und wieder rechts. Und dann noch hier oben den Wegpunkt. Du hast im Moment Gartenstraße. Da muss ich mir mal noch ein paar neue Namen raussuchen. Aber da reicht es auch, wenn wir hier einfach drüber gehen. Nach der Gartenstraße hier rüber und dann sollte er den Weg richtig finden. Oder er macht das nicht. Ich würde ihn nämlich gerne lieber hier hinten lang schicken lassen. Weniger abbiegen ist immer besser. Setz mal den Wegpunkt halt hier hinten hin. Und dann nimmst du den. Ja, du läufst doch besser. Da sind es jetzt 11 Haltestellen. Da könnte man fast auch die nochmal aufsplitten irgendwann. Aber ich glaube, für den Moment lass mal so laufen. Und wenn wir die aufsplitten, können wir hier dann vielleicht auch eine bessere Abdeckung schaffen hier hinten. Ah, da wohnen so wenig Leute im Moment. Ich weiß nicht, ob ich da noch großartig mit den Bussen rumhantieren möchte. Wird so schon passen, nehme ich an. Aber ich glaube, dass sie dann auch den ein oder anderen Bus mehr haben könnten. Da fahren sogar noch alte Busse. Wir haben das letzte Mal im Jahr 59 getauscht. So alt sind die noch gar nicht. Ich glaube, dann kopieren wir hier einfach noch mehr drauf. 3 Stück nochmal. Wird schon passen. So. Hä? Ich drücke STRG. Ja, STRGV. Entschuldige das R. Da war ich mir gerade selbst unsicher. Und dann hat er das Ding beendet. Und ich stehe da. Ja, was willst du von mir, liebes Spiel? So. Achso, es läuft die ganze Zeit nicht auf Play. Ja, gut. Wird schon passen. Dann haben wir auch diesen Außenbereich abgepasst. Was sollte passen? Ich würde nochmal nach Midgard schauen, ob sich da mittlerweile eingependelt hat. Ich glaube, Hamburg läuft. Midgard wäre halt noch so ein großes Ding. Und dann nehmen wir uns die Brücke bei Vatania und Köln vor. Oh ne. Jetzt staut sich's. Hier hinten. Oh. Wo staut sich's denn hin? Ach, weil hier immer mal wieder ein paar Leute reinfahren. Okay, das ist dann aber ein Problem, glaube ich, für einen anderen Mal. Oder wollen wir das gleich angehen? Ich würde lieber die Brücke angehen. Aber gibt es denn hier noch Probleme? Ne, die hier gerade ausfahren, bei denen läuft's. Dann gibt's nur noch die Probleme hier in Berlin, dass wir hier nicht die Leute schnell genug auf den Ring drauf bekommen, also an dieser Kreuzung. Ah, ich fürchte fast, wir brauchen dann nochmal eine Folge, um weitere Außenlinien anzulegen und nochmal ein bisschen um Stau zu kümmern. Aber gut, das gehört ja auch zum Spiel dazu. Und ich möchte das nicht komplett rausschneiden. Immer mal wieder, wenn es zu viel wird, klar. Aber ich möchte es nicht einfach komplett rausschneiden. Das wäre ein bisschen doof. Aber na gut, beschäftigen wir uns erstmal mit der Brücke hier. Steht nämlich auf meiner To-Do-Liste noch drauf und da hätte ich mir auch schon was überlegt, wie wir es genau machen, oder wie wir, nicht wie wir es genau machen, sondern wie man es grob machen könnte. Überlegt, vielleicht mit Einbahnstraßen zu arbeiten. Problem wird immer sein, dass wir hier wenig Platz haben. Vielleicht müssen wir die Brücke dann generell an eine andere Stelle verschieben. Ansonsten hätte ich gesagt, dass wir hier mit einer Einbahnstraße rübergehen, die hier unter der Brücke durchgeht, hier einen Bogen schlägt. Und dann hier wieder in die Straße drankommt. Die Frage ist, wie kriegen wir diese Straße dann hier nochmal drüber? Und deswegen, glaube ich, müssen wir die verschieben. Die muss ja relativ hoch sein, damit Schiffe durchkommen. Und dann muss hier noch eine andere Brücke drüber gehen, dass wir hier vielleicht die Leute, die hier geradeaus wollen, dann darüber abtransportieren können. Und die Leute, die dann hier lang, wobei generell, auch hier, glaube ich, gar nichts großartiges anderes machen. Ich muss nur die Leute, die hier geradeaus wollen,
glaube ich, woanders hinschicken und hier vielleicht einen besseren Winkel schaffen. Dass die ein Stück schneller hier langkommen. Auf alle Fälle so der Plan. Reiß hier mal die Brücke ab. So schade ich das auch finde. Es ist, glaube ich, die bessere Variante. Dass ich mir jetzt hier eine Strecke überlege, hier rüber, die dann hier direkt anschließt und diese Strecke vorher am besten schon irgendwie abgeht. Oder, andere Idee, wir bauen hier die Straße drunter durch. Da wäre es eigentlich ganz schön, wenn du zumindest nicht extrem steil steigen würdest. So, das ist die falsche. So. Dass wir die hier hinbauen. Muss ich doch nochmal Pause drücken. Und da kommt gerade das Autosave rein. Gutes Timing. Naja. Schon. Na komm. Du schaffst das. Ich glaube an dich. Wir warten. Ich habe gerade auch nichts anderes zu tun. Wo wir nochmal nachschauen könnten in meinem Autosave. So, Hauptverbindung getrennt, habe ich mitbekommen. Dann werden wir die hier außen dran legen und die hier rüber. Vielleicht hilft das schon. Dann wäre die Lösung so einfach. Oder dann ist die Lösung so einfach. Hier machen wir, glaube ich, auch nochmal die Landstraße draus, dass wir die ein wenig erneuern, dass es nicht mehr Feldwege sind. Ich habe keine Ahnung. Hier hat man, glaube ich, die Brücke. Hier rüber. Hier ist es ja auch schon eine bessere Straße. Dann würde ich denen hier eine bessere Straße geben. Hier rüber. Dann hier einfach die Kurve ranziehen. Wir müssen die auch nicht mehr so stark abbremsen. Hier haben sie jetzt ja auch schon einen besseren Winkel. Weil da sehe ich was. Wir ziehen das, glaube ich, von hier drüben hier ran. Und dann ziehe ich hier auch, wenn möglich, den Winkel so ran, dass die mit möglichst wenig Bremsen hier durchkommen. Aber die Brückenhöhe geht auf gar keinen Fall hier so durch. Ja, wie schlimm schaut's aus? Gar nicht schlimm, finde ich. Das kann man so lassen. Wir schauen es dann nochmal gleich an im Vollbild. Vollbild klingt nicht richtig. Mit besonderem Augenmerk, jetzt möchte ich erstmal hier die Verbindung wiederherstellen. Ihr solltet da jetzt laufen können ohne Probleme. Bei euch wäre es cool, wenn wir das noch so anschließen, dass es da keinerlei Probleme geben sollte. Ja, das muss ja ausreichen, dass ihr hier nicht allzu stark runterbremst, würde ich behaupten. Das ist eine Riesenkreuzung, da kommt man doch locker lang, oder nicht? So, für euch ist ein Weg, du hältst mal die Höhe. Hier lang. Das müsste er doch wunderbar anschließen können. Perfekt. Ja, und dann bringen sie von mir aus auch hier gleich mal ein paar neue Straßen. Wird schon passen. Dann können sie hier auch jetzt weiterlaufen. Ich bin gespannt, wie gut oder wie schlecht das Ganze ausgeht. Ja, hier schaut das ja furchtbar aus. Diese Kante. Aber ich glaube, das kann ich nicht wirklich ändern. Ich baue andere Straßen dahin. So. Will ich noch glätten. Wie oft wir hier schon was gemacht haben. Sei es die Eisenbahnbrücke, diese Brücke, das Anpassen hier drüben und all solche Sachen. Und so wie es für mich ausschaut. Ah, hier gab es einen Linksabbieger. Verschwindet. Ihr habt nicht links abzubiegen. Das muss verboten werden. Ritter! Mensch, was machst du? Warum? Wärst du von da oben irgendwo hier lang, um dann hier links abzubiegen? Ah, das sind vielleicht Leute aus Stuttgart. Kommt Dritter aus Stuttgart. Ah, nee, sie war in Stuttgart und fällt jetzt wieder zurück nach Hamburg, so wie es ausschaut. Ja, dass die mittlerweile so weit fahren. Ein bisschen doof. Vielleicht sollte man irgendwann meine Autobahn bauen. Ich bin bisher gut drumherum gekommen. Aber ja, hier. Ah, ausgerechnet der fällt jetzt gerade aus. Ich wollte gerade sie loben,
mit welcher Geschwindigkeit sie hier abbiegen können, sodass sie nicht mehr großartig bremsen müssen, sondern dass er verkehrslos endlich mal ein Stück vorwärts geht. Dann kommt da ein Geradeausfahrer. Ach, hier gibt es jetzt auch nochmal Linksabbieger. Ach. Das haben wir Leute, die von Hamburg dann nach Vatania wollen. Das heißt, die fahren erst den ganzen Weg hier rauf, um dann nochmal... Also im Prinzip, die fahren diesen Schlenker hier mit. Ich behalte das mal im Auge, ob sich dann hier weiter stauen wird. Was ist denn hier passiert? Liebes Spiel, das geht so nicht. Wann besser. Niemand, die brauchen nachher erstmal eine Weile, ehe das komplett richtig läuft. Wenn wir uns mal die Brücke anschauen, ich glaube, das passt ganz gut. Man merkt halt schon, dass sie sehr gebogen ist, aber es ist eine alte Steinbrücke, natürlich eine alte Steinbrücke, die stand da genau so schon immer. Dann natürlich nicht die Brücke abgerissen und neu gesetzt. Würde mir nie passieren. Ah, dann sollte das auch laufen. Ich behalte es noch ein wenig im Auge. Da wir noch einen Moment Zeit haben, würde ich mit euch in Berlin nachschauen, wo das Problem hier genau liegt. Das Problem sind tatsächlich scheinbar Leute, die hier rechts abbiegen wollen, von dieser Richtung aus rechts. Aber warum dauert das so lang? Warum staut sich's? Ah, weil es immer mal wieder jemanden gibt, der geradeaus fahren möchte. Können wir das Problem vielleicht dadurch lösen? Indem wir hier eine Spur mehr draufpacken. Ah, da gehen leider ein paar Gebäude flöten. Aber so haben die hier eine bessere Möglichkeit abzubiegen. Dann nehmen wir, glaube ich, schon mal viel, viel Druck runter, indem wir hier eine dedizierte Rechtsabbiegerspur haben, wollte ich gerade sagen. Und da ist eine Ampel. Furchtbar. Jedes Mal machst du hier irgendwo Ampeln hin. Kann ich das nicht irgendwie ausstellen? Dass ich selber entscheiden kann, wann Ampeln da hinkommen? Neue Fahrzeuge, Industriegründung und so weiter. Heizsystem. Okay. Vielleicht unter erweitert? Nee. Sehe ich so nicht. Na gut, dann habe ich hier schon mal eine Lösung angedacht. Ich teile euch dann beim nächsten Mal die endgültige, bessere Lösung hoffentlich mit. Was ich noch sagen kann, wir haben die Leipziger Seestraße geschafft. Aber ich glaube, wir müssen noch mal bei ein paar mehr Städten, ich habe noch vieles auf meiner Liste draufstehen, das erweitern. Wir sind einfach ein ganzes Stück größer geworden. Ich kann mich erinnern, dass hier mal, bevor wir es angeschlossen haben an das Netz und auch bevor wir hier für Lebensmittel gesorgt haben, 900 Leute gelebt haben. Nun sind es 1800 fast. Hier haben wir letztes Mal, als wir nachgeschaut haben, glaube ich 2500 Einwohner gehabt und nun sind es fast 3000. Das klingt nach nicht viel, aber das bringt... Oh, staut sich's auch. Wann kommt denn der nächste Zug? Das ist der falsche. Hier wurde schon Öl weggebracht. Wir haben, glaube ich, noch ein paar zu viele Fahrzeuge draufstehen. Nee, das schaut nur so wenig aus. Das ist viel Öl, was hier ist. Wir brauchen bessere Fahrzeuge, die schneller aufladen können. Auf alle Fälle, was ich sagen wollte, das bringt natürlich viel Verkehr mit sich. Je mehr Leute auf einem Fleck leben. Und ja, da müssen wir mal schauen. Auch hier, wie wir dann irgendwann diese Strecke hier weiter durchbekommen. Das wird noch spannend. Aber na gut. Das ist ein Problem für Zukunfts-Martin. Oh, selbst hier bauen sie schon Straßen. Das ist ein Problem weiter. Nee, komm, das müssen wir schnell mitnehmen. Das können wir so nicht stehen lassen. Auf alle Fälle, ich hoffe, ihr hattet Spaß. So ungefähr gerade. Schon passen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir beschäftigen uns dann beim nächsten Mal noch mit ein paar anderen Städten, mit den Außenlinien. Ich würde immer noch mal was dazu hören, wie das Sache aufzulockern. Ich habe auch eigentlich genug jetzt mittlerweile wieder von... vom Stau und dergleichen. Da werde ich euch nur noch auf dem Laufenden halten, was ich noch gemacht habe, aber potenziell glaube ich, wäre es cool, wenn wir die Außenlinie noch einrichten natürlich, aber uns noch immer mehr wieder was anderes mit dazu holen. Gut, bis zum nächsten Mal.